Dass hinter Kinderfilmen und Blockbustern inzwischen riesige Werbeindustrien stecken, das ist nichts Ungewöhnliches. Da gibt's Superman-T-Shirts, Minion-Trinkflaschen. Der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Auch keine geschmacklichen, leider. Aber dass eine Fernsehkrimiserie einen Stadtplan und ein Brettspiel zur Folge hat, die die Schauplätze der Filme thematisieren, das ist untypisch. Im Fall von Donna Leons Brunetti-Krimis aber wahr. Sogar die in der Serie gekochten 3-Gang-Menüs von Paolo Brunetti. Paola natürlich heißt die Frau, können nachgekocht werden. Das mag man jetzt finden, wie man will, aber klar ist, Brunetti ist Kult. Und es ist das, was Donna Leon berühmt gemacht hat. Heute wird sie 80. Ein guter Grund, etwas mehr über sie zu erfahren. Kommissario Guido Brunetti und sein erster Fall venezianisches Finale. Dieser Kriminalroman stellt das Leben von Donna Leon auf den Kopf. Bis zu dieser Zeit hatte sie ein eher ruhiges Leben als Englischlehrerin in Venedig geführt und nie darüber nachgedacht, jemals Schriftstellerin zu werden. Als sie ein befreundetes Komponistenehepaar auf den Proben zu einer Oper besucht, kommt ihr zufällig die Idee. During an interval in a rehearsal, we were in the dressing room. Während der Probe waren wir in der Garderobe und irgendwie fingen wir an, über einen anderen Dirigenten zu sprechen, den keiner der beiden mochte. Und wir erfanden eine Eskalation. Wir sahen uns mit ihm tot in der Garderobe. Da kam mir der Gedanke, dass das eine gute Idee für einen Krimi wäre. And we found ourselves with him dead in the dressing room. And the idea came to me that it would be a very good idea for a murder mystery. Donna Leon fängt sofort an zu schreiben und reicht das Manuskript auf Drängen eines Freundes bei einem japanischen Krimi-Wettbewerb ein. Sie gewinnt und bekommt einen Buchvertrag in den USA, floppt dort aber mit ihrem Erstlingswerk und so beginnt Donna Leons Erfolgsgeschichte erst ein Jahr später mit der deutschen Übersetzung. Denn hierzulande lieben die Leserinnen und Leser die Geschichte von dem sympathischen Kommissario aus Venedig. Der Akzent war unverkennbar venezianisch. Sein Blick war ganz der eines Polizeibeamten. Auf seinen Namen kommt Donna Leon wieder durch einen Zufall. Als ich mal auf Venedigs Friedhof war, habe ich ein ziemlich ausladendes Grab gesehen, Familie Brunetti. Und weil der Name sich bei mir eingenistet hat, hat er diesen Namen bekommen. Das war Anfang der 90er Jahre. Seitdem sind 30 weitere Brunetti-Romane entstanden, die in über 30 Sprachen übersetzt wurden. Jedes Jahr bringt Donna Leon mindestens einen weiteren Fall des venezianischen Kommissars heraus. Die Inspiration zu den Geschichten sind ja allesamt tatsächlich in Venedig gekommen. Die Stadt, in der sie 26 Jahre ihres Lebens verbrachte. 2007 war Leon der vielen Touristen endgültig überdrüssig und kehrte der Lagunenstadt den Rücken. Heute lebt die Autorin mit 300 Kühen in einem 300-Seelendorf in Graubünden in der Schweiz und ist damit zurückgekehrt zu den Wurzeln ihrer Kindheit in Clifton, New Jersey. Bis ich ungefähr 7 war, lebten wir auf der Milchfarm meines Großvaters. Dann kauften meine Eltern ein Haus und wir zogen in eine dieser typischen Vorstädte. Aber bis dahin wuchs ich mit Tieren auf und ich fühle mich zu dieser Art zu leben sehr hingezogen. Mit Anfang 20 treibt es sie in die Welt. In Italien setzt sie ihr Studium der englischen Literatur fort. Sie arbeitet als Reiseleiterin in Rom, als Werbetexterin in London und als Englischlehrerin in der Schweiz, dem Iran, China und Saudi-Arabien. Dann aber will Donna Leon endlich sesshaft werden. Ich war fast 40 und es war an der Zeit, sich niederzulassen. Also zog ich nach Venedig, weil ich mich nach Jahren in der ganzen Welt hier immer am glücklichsten gefühlt habe. Auch heute kann Donna Leon nicht von Venedig lassen. Die Wirkungsstätte ihres Kommissarios Guido Brunetti besucht sie regelmäßig, sicherlich auch, um weitere neue Kriminalfälle für ihn zu erfinden. Geboren wurde die Mutter Brunettis, die Schriftstellerin Donna Leon, heute vor 80 Jahren.